mal wieder sein dürfen. Und es geht diesmal gar nicht nur um VHS, es geht nämlich um eine wunderbare Zusammenarbeit, die wir beide entwickelt haben mit themenübergreifenden Veranstaltungen, die für Frauen, aber auch in einem Fall für Frauen und Männer anbieten. Und das ist also das Neue. Sämtliche Veranstaltungen, die wir heute nochmal ansprechen wollen, finden in SIDA statt. Und schon aus dem Lernraum SIDA folgt ja schon eine Kooperation zwischen uns beiden. Dem geht voraus eine Abstimmung inhaltlich, eine Abstimmung organisatorisch. Und wir sitzen auch jedes Semester mal zusammen und brainstormen, was können wir dann wohl noch Neues für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Stuhl tun. Denn wir haben ja eins gemeinsam. Wir sind ja dazu da, um Bürgerinnen und Bürger aller Couleur Unterstützung, Beratung und Bildung anzubieten. Und in diesem Sinne haben wir natürlich im Fokus der Europawahl auch in diesem Semester eine besondere Veranstaltung geplant, nämlich eine Schreibwerkstatt mit dem Titel Utopie Europa. Und das hatten wir so noch nicht im Angebot, und weil das auch so top aktuell ist und ein wunderbares Thema, worüber man schreiben, reden und sonst was machen kann, haben wir das natürlich auch in ein Konzept gepackt, das sich Schreibwerkstatt nennt. Soviel erstmal zum Einstieg. Genau. Ja, genau, du hast es gerade schon gesagt, Europawahlen stehen an. Wir haben im letzten Jahr gerade das Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht ganz groß auch gefeiert. Das sicherlich nochmal einen Punkt haben, Dinge vielleicht auch ein bisschen beklagt, und zwar in den Gremien und Parlamenten die Repräsentanz von beiden Geschlechtern, und deswegen passt es natürlich mit der Europawahl ganz prima, diesen Gedanken auch europäisch nochmal weiterzudenken. Und insbesondere auch, wenn wir uns überlegen, wie entwickelt sich vieles in Europa, was haben wir teilweise für populistische, polarisierende Bewegungen auch da, die viele Dinge in Europa und Errungenschaften auch in Frage stellen, das dem nochmal etwas entgegenzusetzen und zu sagen, vielleicht ist Europa aber doch ganz spannend und irgendwie auch doch ganz gut, und sich damit einfach nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen. Insbesondere vielleicht über diese Schreibwerkstatt auch junge Menschen, aber nicht ausschließlich, aber zu versuchen mit anzusprechen. Und es ist gelungen, dafür eine ganz tolle Dozentin tatsächlich auch zu gewinnen. Und zwar ist das die Eva Matz. Die ist Poetry-Slammerin und Schreibpoetin und hat da eigentlich einen ganz guten Weg, Dinge zu benennen und das Ganze trotzdem spannend und attraktiv zu gestalten, wie ich finde. Ja. Und da freue ich mich tatsächlich, dass es gelungen ist, dieses Format hier auch in der Gemeinde Stur anzubieten. Und hoffen, dass es auf Interesse und angenommen wird. Das ist nämlich immer das Problem, dass es uns auch gelingt, entsprechende Menschen mitzunehmen, die erkennen, was ist das für eine Chance und wie spannend kann das sein, in lockerer Runde und unter spannender Moderation auch mal solche Themen zu benennen und ein bisschen auch zu analysieren. Diese Veranstaltung ist an zwei Wochenenden geplant, im Februar, und also es sind an vier Unterrichtstagen von 14 bis 17 Uhr bzw. bis 18.30 Uhr. Und eine kleine Aufwandsentschädigung von 15 Euro ist dazu notwendig. Das ist aber schon sehr gut gerechnet, denn Eva Matz kommt natürlich nicht umsonst. So, dann haben wir noch weitere Themen, die uns gemeinsam beide berühren und die wir schon seit Längerem mit Erfolg durchführen. Und diese wollen wir auch weiterentwickeln und festigen, sowohl inhaltlich auch von der Beteiligung der Teilnehmer. Genau. Das sind einmal zwei ganz bewährte Formate. Das ist Frau trifft sich für Frauen ab 60, die jetzt auch im letzten Jahr ein großes Jubiläum gefeiert haben. Also eine Gruppe, die schon sehr lange besteht, trotzdem immer noch wächst und auch Zulauf und immer wieder neue und interessante Themen auch anbietet und aufbereitet und im Bereich der Integration auch nochmal in Kooperation mit der Hanna Backer, die
die auf Fragen im ganz praktischen Lebensalltag eigentlich eingeht und da nochmal Informationen an die Frauen gibt. Neu jetzt auch nochmal die Ansprache für junge Frauen, taffe Mädels, erkenne, wozu du fähig bist. Einfach für junge Mädchen im Alter von 13 bis 17 Jahren nochmal so einen geschützten Rahmen zu bieten, in dem sie sich über ihre Interessen und Nöte so ein bisschen miteinander in den Dialog und Austausch gehen können. Und das Ganze wird dann moderiert, findet montags nachmittags statt. Und das ist auch ein neues Projekt, also da können wir auch noch gar nichts zu sagen, wie sich das entwickelt zu den anderen beiden genannten Integration und Frau trifft sich. Das sind sicherlich Formate, die sich bewährt haben. Wir widmen uns diesmal den ganz kleinen Bürgern in der Gemeinde, und zwar die, die gerade auf die Welt gekommen sind, die, die noch auf die Welt kommen wollen. Genau. Und natürlich die, die dann erstmal bis drei da sind. So, das ist so erstmal unsere Zielgruppe, die wir mit unserer Veranstaltung hier ansprechen wollen. Und natürlich gehören zu diesen kleinen Menschenkindern natürlich auch die Eltern. Die Eltern sind natürlich auch alle recht herzlich eingeladen. Und zwar haben wir vom Präventionsnetzwerk Frühe Hilfen eine Veranstaltung geplant unter dem Motto, oder einen Familientag geplant unter dem Motto unter drei in Stur dabei, sagt dann schon erstmal alles. Es ist eine Kooperationsveranstaltung, die wir dann auch mit dem Landkreis Diepholz zusammen machen. Der Familientag findet statt am 16. März hier im Rathaus in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Ja, das Präventionsnetzwerk Frühe Hilfen wird ja 2014 gegründet. Hier im Landkreis gibt es mehrere. Wir waren das erste von mittlerweile insgesamt 7 Netzwerken, die am Start sind. Und viele Leute engagieren sich da, oder viele Bereiche sind auch in diesem Netzwerk unterwegs. Kindergärten, Frühförderung, Hebammen sind organisiert in diesem Netzwerk. Kinderärzte, das Kinderservicebüro natürlich, Fachdienst, Jugend, also da sind viele Fachleute auch dann, die mit dieser Zielgruppe dann auch irgendwie zu tun haben, ob es im Präventionsbereich ist oder auch im alltäglichen so Bereich, Erziehungsbereich, sind da engagiert in diesem ganzen Netzwerk. Das große erste Projekt, was dann gestartet ist, das war das Kaffee Kinderwagen. Das läuft jetzt seit 2016, auch schon ganz erfolgreich. Das findet einmal wöchentlich statt. Da haben Eltern die Möglichkeit, Mütter, Väter, das Café zu besuchen. Dieses Café ist eigentlich auch immer durch eine Fachperson besetzt, durch eine Erzieherin oder auch durch eine Hebamme oder beide sogar da. Und wenn man dann Fragen hat, Probleme hat, die dann zu Hause vielleicht auch auftauchen, gerade mit dem Säugling, der gerade geboren wurde, kann man sich da Rat und Tat und auch einfach Hilfe holen und auch ganz informell und auch ganz schnell auf kurzem Weg. Aber auch der Austausch der Eltern in diesem Kaffeekinderwagen untereinander ist natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte, dass sie sich auch untereinander unterhalten können und sich auch gegenseitig dann Tipps und Ratschläge geben können. Ja, Kaffee-Kinderwagen läuft, und dann haben wir uns nämlich eben überlegt, dann müssen wir jetzt nochmal wieder was Neues auf die Beine stellen, und dann entwickelte sich eben diese Idee von diesem Familientag. Seit eineinhalb Jahren sind wir auch schon dabei, den letztendlich vorzubereiten, und es haben sich auch eine ganze Menge gefunden, die daran teilnehmen möchten. Und wir wollten das jetzt ganz natürlich auch mal jetzt eben entsprechend schön in einem würdigen Rahmen an so einem schönen Samstagnachmittag hier im Rathaus dann letztendlich auch präsentieren. Ja, zu den Inhalten, das Ganze ist in drei Schwerpunkten aufgeteilt. Ja, das erzählt jetzt Frau Kavanagh so ein bisschen dazu. Genau. So, da wir ja verschiedene, also Schwangerschaft, Geburt und die Entwicklung der Kinder bis zum dritten Lebensjahr, so das Themengebiet sollte es umfassen, haben wir das einmal so in verschiedene Blöcke eingeteilt, Thema Gesundheit, dann aber auch Beratungsthemen wie Entwicklung, Erziehung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sprich Kinderbetreuungsmöglichkeiten in der Gemeinde und weitere Angebote, die im kreativen Bereich stattfinden oder auch Wissenswertes für Eltern. Die Veranstaltung wollten wir, umfasst natürlich einmal Informationsstände der einzelnen Gruppen, und wir wollen aber nicht nur informieren für die Eltern, sondern wir wollen auch ein Angebot für die Kinder haben. Das heißt, es hat auch so ein bisschen Eventcharakter. Die Kinder können hier auch haben Möglichkeiten an einzelnen Stationen, oder die Eltern können zum Beispiel Babymassage ausprobieren in einer ruhigen Ecke mit der Teamleiterin, oder sie können bei der Trageberatung, wie man die Kinder
wie man diese Tücher, die Kinder im Tuch tragen kann, gibt es auch eine Trageberatung rein ins Tuch. Es wird also auch von den Sportvereinen werden wir unterstützt, die eben Angebote für Krabbelkinder und Kleinkinder haben. Die werden hier eine Bewegungslandschaft aufbauen. Das heißt, die Kinder können auch aktiv werden. Die Bibliothek ist dabei mit einer Kuschelecke mit Bilderbüchern zum Anfassen und Vorlesen, dass also eben halt auch in einer gemütlichen Ecke die Eltern sich mal zurückziehen können mit ihrem Kind. Und das Ganze soll dann hier im Rathaus im unteren Bereich stattfinden, im Ratssaal natürlich, mit einem Café, dass man dort auch miteinander ins Gespräch kommen kann. Dort wird zum Beispiel eine Stillberaterin vor Ort sein, die sich die Eltern Lust haben, sich mit ihr auszutauschen. Es werden Hebammen da sein, die Eltern auch Gesprächsmöglichkeiten anbieten. Ein Kinderarzt, den wir hier in der Gemeinde Stur haben, Dr. Datter, der auch im Netzwerk ist, ist auch mit dabei. Dann gibt es aber auch Informationsstände hier im Foyer, zum Beispiel von der AOK, von der Krankenkasse, die was zum Thema Ernährung macht für Kleinkinder, selbstgemachtes und industriell hergestelltes Essen, Portionsgrößen für Säuglinge und Kinder, also sowas in die Richtung. Dann gibt es, was auch zum Thema Gesundheit noch gut passt, vom Verein Mundhygiene e.V., der Zahnärzte, wird ein Zuckertisch. Das klingt jetzt ein bisschen verführerisch, aber es soll eigentlich genau die gegenteilige Wirkung haben, dass man also klar macht, in welchen Lebensmitteln wie viel Zucker drin ist und dass Kinder zum Beispiel dann in so einem Kinderkeks, der also angeworben wird als gesunder Keks, was da zum Beispiel wie hoch der Zuckergehalt ist. Also auch ein bisschen Aufklärung. Dann haben wir die ganzen Beratungsthemen, wie zum Beispiel auch im Sozialraumteam aus Bremen. Wir haben die ganzen aus Brinkum sind vor Ort, die Kollegen. Wir haben hier die ganze Frühförderung, wo es um die Entwicklung geht, der Kinder, der Säuglinge, die Frühfördermöglichkeiten, die eben halt, wo Eltern einfach mal ins Gespräch kommen können mit Fachleuten und mal, die Kinder haben ihren Spaß, die können was tun und Eltern können dann aber auch mal Fragen stellen. Also die erste Schwelle, niedrigschwelliges Angebot, erstmal ins Gespräch zu kommen. Und dann soll dort vor Ort jetzt keine Beratung stattfinden. Das wäre natürlich in dem Rahmen gar nicht möglich. Aber diesen Kontakt mal herzustellen oder die Unsicherheit mal anzusprechen, die Eltern haben. Es wird unter anderem von den Kollegen, die hier das Elterngeld, die Elterngeldstelle im Rathaus machen, einen Infotisch dazu geben. Das ist auch immer für Eltern interessant, die noch vielleicht während der Schwangerschaft, also dann das planen müssen, wie läuft das denn alles mit dem Elterngeld. Ja, dann natürlich die Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die wir hier in Stur haben, einmal über die Kindertagespflege. Das heißt, es werden auch Tagesmütter ein Angebot machen. Es gibt aber auch natürlich die Betreuung für U3 in der Krippe. Das heißt, es auch Kollegen aus dem Kindergartenbereich werden sich daran beteiligen und ein bisschen informieren. Ja, und für das Angebot an sich, was so ein bisschen, sage ich mal, die Stimmung geben soll, haben wir ein musikalisches Angebot des Musikstudios Kathi Breuer, die ja gerade hier im Rathaus auch ihren Nachmittag mit Mitmachmusik, Eltern-Kind-Musik hat. Die wird auch vor Ort sein und ein bisschen was anderes. Es wird aus dem Mehrgenerationenhaus, die Damen vom Nähcafé werden hier sein, weil Nähen ist ja das neue interessante Thema, Hobby, was sich für viele junge Frauen wiedergefunden hat. Und die bieten auch ein Angebot, Knistertuch und Knautschtier können selbst gemacht werden. Ja, das andere hatte ich schon gesagt mit den Bewegungsangeboten. Es wird auch von der Polizeiprävention Diepholz hier vor Ort sein. Da geht es um Thema Kindersicherheit im Pkw und im Fahrrad. Und wenn die Kinder mit dem Fahrrad transportiert werden. Und wir werden auch einen Spielzeugstand haben, wo es darum geht, altersentsprechendes, gutes, qualitätsvolles Spielzeug, was man da anbieten kann oder was es überhaupt gibt in dem Rahmen. Das ist so im Großen und Ganzen einmal der Bogen, den wir machen wollen. Also für die Eltern, denke ich, ein ganz gutes Angebot zwischen Mitmachen, Informieren und auch ein bisschen Spaß haben an dem Nachmittag. Und das ist, hatte ich ja auch schon erwähnt, unser erstes Projekt in dieser Hinsicht. Wir haben also
hier in Stur bisher für die Altersgruppe mit den jungen Eltern noch kein spezielles Angebot gehabt. Es gibt ja zig Gewerbeschauen und was ich was alles, viele interessante Märkte hier in Stur, aber zu dieser Altersgruppe, das ist wirklich jetzt mal so eine Pole Position, also damit starten wir und wollen mal schauen, wie das Angebot ist. Ja, für die kleinsten Bürger in der Gemeinde. Mein Sohn konsumiert oder meine Tochter. Und was kann ich tun? Dann haben wir noch mal uns die Trotzphase vorgenommen, die Trotzphase bei Kindern zwischen 2 und 4, das passt dann zu der Veranstaltung davor, wo Kinder ja in der Entwicklung mehr wollen, als sie können oder dürfen und dann eben viel Wut haben und wie ich darauf reagieren kann, ohne die Autonomie der Kinder zu beschränken. Dann ein interessanter, wie ich finde, interessanter Vortrag im April, Straftaten von jungen Menschen als Zeichen von Hoffnung. Das hört sich erstmal total widersprüchlich an, ist aber genauso gemeint. Also wie gerne kann ich meinen Sohn, meine Tochter strafbar geworden, wie kann ich darauf reagieren, welche Hilfen kann ich nehmen und vielleicht kann ich eine andere Haltung dazu entwickeln, ohne natürlich die Straftat zu verurteilen. Ja, und im Juni dann hochsensible Kinder verstehen und begleiten. Dieses Thema ist sehr stiefmütterlich, wird das behandelt. Dieses Phänomen der Hochsensibilität gibt es. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie hochsensibel sind. Oft haben diese Kinder Fehldiagnosen, was ADHS angeht. Also die Reizüberflutung ist sehr schnell da. Sie sind Schulalltag, nach dem Schulalltag entweder total aufgedreht oder total groggy, brauchen ganz viel Ruhe, kapseln sich ab, isolieren sich, um den Reizen zu entkommen. Hinzu kommt, dass hochsensible Kinder meist sehr intelligent sind und dort eine hohe Reflexionsfähigkeit haben und das treibt sie dann immer noch mehr in die Isolation und sagen, also ich isoliere mich jetzt, um den Reizen zu entkommen. Genau, das sind unsere Aufklärungsreihen für Eltern und für interessierte Fachkräfte, die wir wie immer in der Bibliothek in der VHS stattfinden lassen, kostenfrei. Die Kosten trägt der ASD Brinkum und wir werden haben jetzt das neue Plakat und haben jetzt andere Plakate entwickelt. Wir haben neue Plakate, aber jede Veranstaltung hat eine andere Farbe. Diese Veranstaltung hat jetzt, ich weiß gar nicht, was das ist, Türkis. Hat eine andere Farbe, die wir jetzt auch in der Gemeinde verteilen werden, sodass man das ganz optisch schon sieht, das ist eine neue Veranstaltung da. Da gucke ich mal raus. Und zurzeit sind wir in der Planung für das Semester Herbst-Winter.